herzlich willkommen zu einem Pflanzenporträt. Peter Altmann und ich haben euch ja die Serie Wildes Grün vorgestellt. Und in dieser Serie wollen wir euch natürlich auch einzelne Pflanzen näher bringen. Und das möchte ich gerne heute tun. Am 24.06. feiern wir ja den Tag des Johannes, des heiligen Johannes des Täufers. Und damit verbunden ist eine ganz besondere Pflanze, nämlich das Johanniskraut. Und das wollen wir uns heute in diesem Pflanzenporträt näher anschauen. Und als Anschauungshilfe habe ich jetzt mein ganz persönliches Pflanzenheilbuch, das ich selbst gestaltet habe, hier vor mir liegen, damit ich euch gewisse Sachen etwas näher erklären kann und euch auch ein bisschen anschaulicher aufbereiten kann. Zunächst einmal, das Johanniskraut ist eine ganz besondere Pflanze. Sie gehört in die Familie der sogenannten Sonnenpflanzen. Das sind ganz, ganz besondere Pflanzen, die jetzt zur Sonnenwendfeier in ihrer Kraft stehen. Und ich bin gestern hinausgegangen, gestern war ja Sonnenwende, und habe mir ein bisschen Johanniskraut vom Wegrand geholt. Und ihr seht es schon, das Kraut ist eigentlich ganz zart. In manchen Pflanzenbüchern, in Pflanzenbestimmungsbüchern wird es oft sehr groß abgebildet. Aber in Wirklichkeit sind die Blüten relativ zart. Ihr seht das hier. Sie haben ziemlich lange, tiefgelbe Kelchblätter. Und in der Mitte, hier, seht ihr die Staubblätter? Ich hoffe, man kann das gut erkennen mit den Staubgefäßen. Und drunter befindet sich so eine Knoppe. Hier sieht man das sehr gut. Und da drinnen gespeichert ist eine Art Öl, das sogenannte Rotöl. Und zwar enthält es eine ganz besondere Substanz. Und wenn man diese, ich mache das einmal ab, Knoppe runternimmt und das in den Händen so ein bisschen reibt, dann entsteht das sogenannte Rotöl, das man beim Johanniskrautölauszug ja gewinnen möchte. Und die Substanz, das Hypericum, das nennt man auch das Herrgottsblut, weil das eben so rötlich ist und rötlich ausblutet. Wenn ihr euer Johanniskraut ein bisschen später erntet, das ist noch relativ frisches Johanniskraut, wenn es so ein bisschen dieses Bräunliche hat und ihr zerdrückt diese Knoppen da unten, dann seht ihr oft sogar das rote Öl, diese rote Flüssigkeit herausquillen. Das Johanniskraut, das ich geerntet habe, ist noch relativ jung. Ich werde dann noch später eine zweite Ernte einholen und mir noch einmal ein Öl ansetzen, denn mit dem etwas bräunlicheren Pflanzen gewinnt man natürlich ein sehr intensiveres Öl als mit der Jungpflanze. So, jetzt habe ich hier mal alles eingesaut. Ja, die Johanniskrautpflanze wird zwischen 25 und 90 cm hoch. Und wir haben es schon erwähnt, sie liebt die Sonne und vor allem liebt sie auch basische Böden. Das heißt, auf sauren Böden, auf sauren Wiesen, werdet ihr das Johanniskraut kaum anfinden. Es wächst am liebsten an Waldrändern, an Dämmen, Wiesen und lichten Wäldern. Ich habe es zum Beispiel bei uns abgeerntet auf einem Feldweg, da ist es relativ ruhig, da kommt auch kein Auto herangefahren, da gehen auch relativ wenig Leute mit ihren Hundigassi. Also da kann man doch das Kraut ganz gut ernten. Interessant ist auch dieser zweikantige Stiel.
Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Man erkennt das hier ganz gut. Er hat hier zwei Kanten. Und zwar, wenn ihr da mal drüber fahrt, ich versuche das hier mal ein bisschen nach unten zu sehen. Hier, dann spürt man hier deutlich zwei Kanten. Das ist ein weiteres Erkennungsmerkmal des Johanniskraut. Es hat gegenständige Laubblätter und die Blattspreiten haben ebenso Öldrüsen. Die Blattspreiten, wenn ihr eine ältere Pflanze habt, wird das auch so ein bisschen bräunlicher da unten, ja. Und dann könnt ihr, wenn ihr auch die Blätter erntet, die könnt ihr dann auch in euer in euren Ansatz tun mit dem Johanniskraut. Also wenn ihr schon eine ältere oder eine spätere Ernte einführt, die sind dann auch sehr ölhaltig. Und hier erkennt man auch ganz gut, dass das gegenständig ist. Das heißt, die Blätter stehen sich gegenüber. Hier und hier. Immer die Hauptblätter stehen sich gegenüber. Die Johanniskrautpflanze hat eine ausgeprägte Kriechwurzel, eine Hauptwurzel, die bis zu 50 cm und zwar spindelförmig in den Boden hineinwächst. Das hat natürlich den Vorteil, wir haben schon gesagt, die Sonnenpflanzen sind auch unter dem Namen Feuerpflanzen bekannt. Das heißt, sie halten die direkte Sonneneinstrahlung, das direkte Sonnenlicht sehr gut aus und kommen daher auch gut mit Dürre und mit Trockenheit zurecht. Eben weil sie eben sehr, sehr tief wurzeln und daher auch besser an, ja, an Wasseradern und Grundwasser im Boden herankommen. Der lateinische Begriff des Johanniskraut lautet übrigens Hypericum perforatum. Ja, und dann geht es eigentlich schon weiter. Zur Anwendung. Wann kann man eigentlich das Johanniskraut anwenden? In der Naturheilkunde wird Johanniskraut empfohlen bei starken Depressionen, bei prämenstrualen Syndromen, wie in den Wechseljahren oder wenn man Probleme mit seinem Zyklus hat. Das heißt, wenn wir Frauen, ja, wir kennen das ja, wenn die Periode naht, da sind wir so ein bisschen weinerlich unterwegs oder wir haben so ein bisschen ja, mit unseren Hormonen zu kämpfen. Und dann hilft das Johanniskraut eigentlich sehr gut, vor allem ein Tee daraus. Auch bei einem nervösen Reizdarm, bei Bettnässen oder bei einer Reizblase, alles mit so nervösen Zuständen, ja, da hilft das Johanniskraut eigentlich, es wirkt sehr gut und sehr positiv auf unser Nervensystem. Äußerlich als Öl angewendet, wirkt es bei, ja, wenn man sich verknöchelt hat. Wenn man Verletzungen mit leichten Traumas hinter sich hat, wenn man sich plötzlich in den Finger schneidet, wenn man sich, ich habe es schon gesagt, plötzlich verknöchelt hat, vom Fahrrad gefallen ist, über die Treppenstufe geplumpst ist, ja. Momentan ist der große Schock da, dann hat man das große Aua danach gefolgt. Und um dieses Trauma, die Verletzung im Körper besser zu beheben, wirkt Johanniskrautöl wirklich sehr gut. Erstens einmal auf der schmerzenden Stelle und dann natürlich auch, wenn man Johanniskraut-Tee hat oder es vielleicht als homöopathisches Mittel in Hochpotenz zu Hause hat, das ist immer empfehlenswert, kann es dieses Trauma im Körper lindern und den Körper damit eine sehr gute Abhilfe helfen. Ja, es wirkt schmerzlindernd, antientzündlich und ist natürlich auch ein sehr gutes Narbenöl. Das heißt, wenn man Operationen hinter sich hat, schwere Operationen, dann kann man seine Operationsnarbe auch mit Johanniskrautöl einreiben oder bestreichen, massieren. Es wirkt auch sehr gut auf die sogenannte Bindehaut oder auf die Orangenhaut der Damen. Ja. Johanniskraut wirkt eben leichten Verletzungen,
Entzündungen und auch es hilft ein bisschen der Haut wieder ihre Elastizität und Geschmeidigkeit zurückzugewinnen. Hebammen verwenden es übrigens auch ganz gerne zur Dammpflege vor der Geburt, da es hilft, den Geburtsvorgang ein bisschen zu erleichtern oder die Schmerzen ein bisschen zu lindern. Ebenso verwendet man das Öl zur Körperpflege, wie schon erwähnt, zur Wundvorsorgung. Bei offenen Beinen zum Beispiel kann es auch irrsinnig gut helfen. Vor allem bei Diabetikerbeinen oder bei Diabetikerfüßen. Bei offenen Beinen, bei Sonnenbrand und natürlich, wie schon erwähnt, als homöopathisches Mittel, egal ob als Tinktur oder als Globuli eingenommen. Wenn man sich kurzerhand überknochelt hat, einen in den Finger geschnitten, den Kopf gestoßen, vom Sessel geplumpst ist, unglücklich, oder sonst irgendeinen Daumen gequetscht hat, beim Auto, bei der Autotür, oder, ja, so die typischen Wehwehchen des Alltages, dann kann es helfen, die schlimmen Traumen, also diese seelische und körperlichen Belastungen, die der Körper da durch diese Verletzung erfahren hat, eben wieder zu heilen. Die Inhaltsstoffe des Johanniskrautes. Ich habe es schon angesprochen, dieses rote Öl enthält natürlich das Hypericin. Es hier enthalten auch sehr viele Flavonoide, Bioflavone und natürlich auch im echten Johanniskraut findet sich dieses Hyperforin und das wirkt vor allem antibiotisch. Das heißt, man kann Johanniskraut auch als natürliches Antibiotika sehen. Was man allerdings beachten muss, ist Folgendes. Johanniskraut speichert das Licht der Sonne. Wir haben ja schon davon gesprochen, es ist eine Sonnenpflanze. Und daher ist es vor allem sehr wichtig, dass Leute, die so wie ich sehr hellhäutig sind, ja, und sehr lichtempfindlich, es meiden, sich mit Johanniskraut einzuschmieren und sich dann in die Sonne zu legen, denn da geht der Schuss leider nach hinten los, oder Johanniskrautöl oder Johanniskrauttee zu trinken und nachher sich in die Sonne zu legen. Denn Johanniskrautöl hat, da gibt es so einen Begriff in der schamanischen Welt. Und zwar erzeugt es die sogenannte Blitzkrankheit oder die Sonnenkrankheit. Es wirkt auf in unseren Augen, wir haben so dieses Gefühl, wir sehen Blitze. Wir sind überblitzt. Viele kennen das vielleicht auch, vor allem die Männer, wenn sie Schweißarbeiten machen. Ne? Die schützen sich ja auch mit dieser besonderen Brille gegen dieses grelle Licht. Und dieses Überblitzen, das kann passieren, wenn man zu hohe Dosen von Johanniskrautöl nimmt und sich nachher der Sonne aussetzt. Da man hier eine Überdosis an Sonnenenergie zu sich nimmt. Und daher wird empfohlen, Johanniskraut bitte nicht im Sommer anzuwenden, sondern eher dann erst im Spätherbst mit einer kleinen Kur anzufangen als homöopathisches Mittel oder als Tee getrunken, bitte nicht über längeren Zeitraum, sondern nur in ein paar Tage, so 14 Tage, 21 Tage, dann ein bisschen pausieren und dann wieder. Dann kann Johanniskrautöl nämlich wunderbar gegen die Winterdepression helfen, da es ja das Licht der Sonne gespeichert hat und dieses Licht dann an unseren Körper wiedergibt. Ja, und also weitergibt. Und das ist dann schon etwas ganz Besonderes. Und dazu kann eigentlich diese Pflanze, ich sage immer dazu, man nennt sie nicht umsonst das Herrgottskraut, da sie das Licht des Herrn, ja, in sich trägt und es uns dann uns weitergibt. Gut, so viel dazu.
Und jetzt möchte ich euch gerne noch etwas Mystisches über diese wunderbare Pflanze erzählen. Ich hoffe, man kann das hier ein bisschen sehen oder lesen mit mir. Ich werde mal versuchen, die Kamera ein bisschen zu drehen. Und zwar geht es um das mystische Johanniskraut. Früher wurde es auch Hexenkraut genannt oder man nannte es auch Götterblut. Warum? Das könnt ihr euch ja jetzt gut denken. Als Kranz gebunden wurde es vor allem bei der Sonnwendfeier und in den frühen Morgenstunden wurde dann dieser Kranz in die Glut des Sonnwendfeuers geworfen, um sich von den negativen Besetzungen, von den Dämonenkräften oder für sich von bösen Hexen zu befreien, die einem ja das ganze Jahr über befallen haben könnten. Was man auch gemacht hat, das sieht man oft in Videos aus dem slawischen Raum, man hat Kränze gebunden für das Haus. Auch da hat das Johanniskraut eine große Rolle gespielt. Es musste unbedingt ein Bestandteil dieses Kranzes sein. Und diesen Kranz hat man dann mit Hilfe des Sonnwendfeuers gesegnet. Und der wurde dann am Haus, an der Eingangstür, über den Stall, über den Dächern und so weiter, also an den Dächern, am Dachstuhl befestigt oder in der guten Stube an die Wand gehängt. Und dieser Kranz sollte vor bösen Geistern und bösen Menschen beschützen, die jetzt ins Haus kommen und einem Böses tun wollen. Wir haben schon davon gesprochen, dass eben diese Pflanze sehr viel Licht speichert. Und daher, wenn man sie gut trocknet, das mache ich ja immer sehr gerne, vor allem im Winter, und ich fühle mich ein bisschen, es sind jetzt wieder diese grauen Tage des Winters, wo man tagelang die Sonne nicht sieht und wo man so das Gefühl hat, man würde sich am liebsten ganz in sein Bettchen einigeln, will gar nicht aufstehen, ja. Dann räuchere ich Johanniskraut sehr gerne, da durch diesen Rauch das Licht in der Pflanze freigesetzt wird und es aufhellend und stabilisierend auf Körper und Seele wirkt. Es reinigt auch unsere Aura und hat eine fast balsamartige Kraft auf unser Energiefeld. Und das ist etwas wirklich ganz, ganz Wunderbares. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt nicht nur eine Riesensauerei hier gemacht, weil ich ein bisschen was über die mystische Kraft erzählt. Ich schaue gerade, ach ja, hier haben wir noch eine Seite und zwar ein Rezept aus der Hexenküche, nämlich wie stelle ich mein eigenes Johanniskrautöl her. Und dazu habe ich ein kleines Video gemacht und das werde ich vielleicht hier in diesem Video anhängen oder ich werde es verlinken. Und dann könnt ihr mir mal ein bisschen zusehen, wie ich mein Johanniskrautöl ansetze. Und ich möchte das immer ganz gerne selber machen und nicht in der Apotheke kaufen, da ich nicht weiß, woher das Kraut, das für dieses Öl verwendet wurde in der Apotheke, wo es gewachsen ist, ob es vielleicht chemisch behandelt wurde, ob es vielleicht aus irgendeinem anderen Land kommt. Meistens kommen ja die Teedrogen aus sehr exotischen oder asiatischen Räumen. Und das möchte ich eigentlich eher vermeiden oder aus, ich sage mal, Monokulturen. Und ich habe mein Kraut lieber gerne als Heilkraut wild gewachsen, auf meinen Heimatboden, mit den Kräften meiner Heimat und ja mit den Segen der guten Naturgeister, die sich da draußen im Wald und Wiesen bewegen. Und daher erzeuge ich mein Öl gerne selber. Und ich kann euch nur den Tipp geben, versucht es einmal, macht einmal das Experiment, lasst euch darauf ein. Wer die Chance hat, erntet euer eigenes Johanniskraut, setzt euch selber Öl an und spürt einmal selber den Unterschied.
zwischen einem natürlich selbstgemachten Produkt und einem gekauften Produkt aus der Apotheke. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es war informativ für euch. Und ja, ich wünsche es gutes Gelingen beim Selbermachen. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu meinem ersten Video, wie kann man sich etwas selber machen. Und zwar geht es heute darum, sich selbst Johanniskrautöl anzusetzen. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Pflanze bestimmt und was man mit Johanniskrautöl genau machen kann, dann empfehle ich euch, das Video anzuschauen, nämlich das Pflanzenporträt über das Johanniskraut und ja, wofür man es alles verwenden kann und wie man es am besten bestimmt. Ich war gestern schon sehr aktiv. Ich bin schon losgelaufen und habe jede Menge Johanniskrautöl gesammelt. Und zwar möchte ich das gerne kurz zeigen. Das hier ist das Johanniskraut. Man findet es jetzt am Wegrand oder am Waldrand. Und ihr könnt es jetzt eigentlich schon ernten. Ja, und was braucht man jetzt alles dazu, um aus diesem Kraut oder aus den Blüten daraus Öl zu gewinnen? Das ist nicht schwer. Ihr braucht einmal ein bisschen Johanniskrautöl. Je nachdem, wie viel ihr erzeugen wollt, würde ich euch, ich mache heute so eine Menge zwischen 200, 300 Milliliter. Das ist die Menge, die ich dafür geerntet habe. Braucht ihr ein Gefäß, wo ihr euer Pflanzen und euer Öl dann hineingebt und es dann durchziehen lasst. Ich habe hier ein Wegglas, das eignet sich eigentlich ganz gut. Dann natürlich auch das Öl, denn wir machen ja einen Kaltölauszug. Ich verwende da gerne Olivenöl. Ihr könnt aber auch ganz Sonnenblumenöl verwenden oder wenn ihr das Johanniskrautöl nur für die Kosmetik verwenden wollt, versucht es doch einmal mit Mandelöl. Aber ich persönlich, ich mache mir dann aus meinem Öl auch eine Salbe und die andere Hälfte des Öl möchte ich gerne als Badezusatz verwenden und zum Einreiben und dafür eignet sich eigentlich am besten Olivenöl. Tja, dann legen wir mal los. Also als erstes würde ich euch raten, nehmt ein bisschen Küchenkrepp, legt es aus, denn Johanniskrautöl oder das Johanniskraut, wir werden es jetzt ein bisschen zerlegen und das macht doch ein bisschen Mist und damit tut ihr euch ein bisschen leichter. Wir werden jetzt einmal die Blüten und die Knospen vom Kraut trennen. Und wenn ihr das macht, werdet ihr feststellen, dass die Pflanze, ich hoffe, man kann es hier sehen, so Knüppelchen hat. Das sind die Öldrüsen, wo das Hyperzerin, das ist der Wirkstoff des Krautes, drinnen gespeichert ist. Und der befindet sich vor allem hier in den Blüten und in den Knospen. Und daher werden wir die jetzt vom üppigen Kraut trennen. Wichtig ist auch, wenn ihr Johanniskraut geerntet habt da draußen, ich habe das jetzt über Nacht hier liegen lassen, oder draußen auf dem Balkon, damit die ganzen kleinen Tierchen, die ja noch im Kraut ihr zu Hause hatten, sich über Nacht davon kriechen können oder flüchten.
und ihr jetzt nur noch das hoffentlich insektenfreie Kraut habt, das ihr jetzt verarbeiten könnt. So, wie ihr jetzt schon erkennen könnt, habe ich jetzt schon eine richtige große Menge Johannisblüten geerntet. Und während ich die Blüten vom Stiel rupfe, versuche ich immer, die ein bisschen zu pressen. Ihr seht das vielleicht an meinen Händen. Die sind so ein bisschen rötlich und das ist genau das, was ich damit bewirken will. Denn wir wollen ja das Rotöl aus der Blüte in das Olivenöl bringen. Das heißt, wir machen das Johanniskrautöl, nennt man ja auch Rotöl, weil das Öl dann so eine rötliche Färbung hat, eben von diesen Wirkstoffen in diesen Drüsen, in den Blüten. Und keine Angst, nach 2-3 Mal Hände waschen ist man den roten Farbstoff dann eigentlich wieder ganz schnell los. So, jetzt wollen wir unsere Blüten und die Knospen gut mit Öl bedecken. Das werden wir jetzt machen. So. Ihr seht, es lässt sich gut füllen. Noch den letzten Tropfen noch aus dem Glas bringen. Und bitte achtet darauf, dass ihr ein wirklich gutes Olivenöl verwendet. Also da zahlt sich der Griff zur teuren Marke durchaus aus. Jetzt möchte ich euch noch gerne einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Es gibt immer diese heiße Diskussion, soll man das Johanniskraut in das Sonnenlicht stellen, damit das Öl gut durchzieht, oder soll man das Gefäß doch lieber dunkel lagern? Ich habe in der Apotheke gelernt, dass man Ölauszüge und Tinkturen eigentlich im Keller, das heißt dunkel und vor allem luftgeschützt, ziehen lassen soll. Das Johanniskrautöl ist aber ein besonderes Öl. Das Johanniskraut an sich ja eine Sonnenpflanze ist. Das heißt, es tankt ja die Energie der Sonne. Daher kann man hier, wenn man das möchte, das Öl auch für 1-2 Wochen an einen hellen Platz am Fenster, bitte nicht direkt der Sonneneinstrahlung aussetzen, aber doch an einen hellen Platz, getrost für 1-2 Wochen ziehen lassen. Das ist vielleicht auch ganz gut so, denn Blüten neigen dazu, wir haben ja in den Blüten eines Krautes sehr viel Wasser. Und dieses Wasser wird dann freigesetzt in der Blüte und wenn man das Glas verschließt, dann bildet sich das Kondenswasser oft auf dem Deckel oder auf dem Schraubdeckel. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Denn durch dieses Kondenswasser wird das Öl leicht schimmelig oder es können sich ja Bakterien drinnen bilden. Daher rate ich, stellt es jetzt einmal auf das Fensterbrett, bitte nicht direkt der Sonneneinstrahlung aussetzen, sondern ein bisschen in ein schattiges Fensterbrett stellen oder vielleicht in ein Regal. Und beobachtet das Gefäß gut. Wenn ihr merkt, es bildet sich Wasser auf dem Deckel, bitte öffnen, ein Küchenkrepp nehmen und das Gefäß mit dem Küchenkrepp bitte abdecken und mit einem Gummiband verschließen. Durch das Küchenkrepp kann nichts hinein, was nicht hinein soll, aber die Feuchtigkeit kann aus dem Glas herausziehen. Und wer schon mal öfters einen Ölauszug gemacht hat,
Ich mache das zum Beispiel ganz gerne. Ich verschließe das Glas meistens nicht. Ich lasse das mit dem Küchenkrepp so, damit, wie gesagt, das Wasser, das noch in den Blüten drinnen ist, dass das herauskommt aus dem Gefäß und mir mein Öl oder meine Ölauszüge nicht schimmelig werden. Das Johanniskrautöl hält sich bis zu 6 Monaten, bis zu einem Jahr, wenn man darauf geachtet hat, dass eben dieses Kondenswasser sich nicht bildet. Und lasst es bitte 1 bis 2 Wochen vielleicht wirklich auf der Fensterbank stehen, nicht direkten Sonnenlicht aussetzen. Und danach stellt sie euch euer Öl, euer Gefäß in irgendeine Vorratskammer, an irgendeinen Ort, wo es nicht in Vergessenheit gerät. Ihr glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung, denn es ist immer sinnvoll, wenn man das Gefäß oder den Inhalt ein bisschen schüttelt, rührt, ein bisschen bewegt, ja, dass die Flüssigkeit ja, sich darin ein bisschen in Schwanken kommt, die Blüten ein bisschen in Schwanken kommen und dass man einen guten Auszug erhält. Ja, das wär's. Nach 4 bis 6 Wochen ungefähr könnt ihr euer Öl dann ernten. Ihr seht das auch. Es verfärbt sich dann wunderbar rot. Dazu verwende ich gerne einen Trichter und ich gebe in den Trichter gerne einen Filter rein. Ihr könnt einen Teefilter, einen Kaffeefilter, was immer ihr wollt, verwenden. Manche machen das auch gerne mit einem Leinentuch, ja. Und dann das Ganze in den Trichter langsam hineinkippen und filtern. Dann hat das den zusätzlichen ja, Effekt, dass man die ganzen Blüten und Härchen und was sich noch so alles ja, in den Blüten und Blättern und Knospen versteckt hat, dass man das von seinem fertigen Öl dann getrennt hat. Gut, danach könnt ihr eigentlich euer Öl dann schon weiter verwenden. Eben damit eine Salbe herstellen, es als Badezusatz verwenden, als Massageöl und. Die Anwendungsmöglichkeiten von Johanniskrautöl sind eigentlich unbegrenzt. In diesem Sinne wünsche ich euch ja viel Spaß beim Nachmachen und ja noch ein kleiner Nachtrag. Wenn euch Johanniskraut übrig geblieben ist, bitte werft es nicht weg. Bindet es zusammen mit einem Naturfaden, hängt es auf, trocknet es, verwendet es als Tee gegen Winterdepression oder als Badezusatz. Tee kann man ja auch als Badezusatz verwenden. Der Tee riecht unglaublich gut. Das Kraut hat einen wirklich ganz, ganz zarten, lieblichen Duft. Und wozu ihr es noch verwenden könnt, ihr könnt natürlich das getrocknete Kraut dann wunderbar zum Räuchern verwenden. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen und wir sehen uns. Ciao, ciao!